Dieses Leiden hat Klaus Tröger keine Ruhe gelassen. Über Jahre forscht er an Alternativen und findet schließlich eine Helium statt CO2 als Betäubungsgas. Am bundeseigenen Max-Rubner-Institut in Kulmbach baut er mit seinem Team eine Versuchsanlage auf. Er will uns zeigen, wie eine Heliumbetäubung funktioniert. Dieses Schwein soll ohne Leiden betäubt werden. Helium ist leichter als Luft. Es schwebt in einer Plexiglasglocke über dem Tier. Also das Schwein beißt hier auf einem Clownschuh herum, ist ansonsten relativ ruhig und durch den Eintrieb wenig gestresst. Das heißt, es ist in einer guten Kondition für die jetzt gleich erfolgende Betäubung. Die Glasglocke wird abgesenkt. Gleich wird das Tier keine Luft mehr bekommen. Nun ist das Tier in 98% Helium, beißt aber und kaut ungerührt auf dem Clownschuh weiter. Man sieht keine forcierte Atmung, das Tier streckt den Kopf nicht nach oben, es merkt nicht, dass der Sauerstoff fehlt. Jetzt fängt es bereits an zu schwanken und das ist also ein Zeichen der Beginn Bewusstlosigkeit und in dem Moment, wo dann die Seitenlage erreicht ist, es verdreht bereits die Augen, kann man jetzt schon von Bewusstlosigkeit ausgehen. Das ist eine Betäubung, wie sie sein sollte. Das Schwein merkt und spürt nichts. Das ist das, was sich eigentlich ein Verbraucher unter einer Betäubung vorstellt und nicht das, was bei uns in der Praxis gemacht wird. Da leiden die Tiere nämlich darunter. Noch ist es nur eine Versuchsanlage. Die Herausforderung: bei einer Anwendung im industriellen Maßstab darf kein Helium verloren gehen, denn das Gas ist teuer. Die Betäubungswirkung aber überzeugt. Ja, der Kornealreflex ist negativ. Also die Berührung der Kornea löst keinen Lidschluss aus. Und der Nasenscheidewandreflex ist ebenfalls negativ. Das Tier ist sehr tief betäubt. Vom Entbluten merkt das Schwein nichts. Und in seinem Blut finden sich auch keine erhöhten Stresshormone. Dieses Tier wurde tiergerecht getötet, ohne Stress, ohne Schmerzen. Das ist aber teurer als mit der üblichen Betäubung. Die Industrie wird das nur machen, wenn es sich lohnt. Und es könnte sich lohnen, weil die Fleischqualität deutlich besser ist. Das Fleisch ist schön dunkelrot. Der Schinken wölbt sich vor. Insgesamt spricht das für eine sehr gute Fleischqualität. Die Muskulatur zuckt sogar noch. Auch das ein Zeichen für weniger Stress vor dem Tod. Ich habe das dann, weil es mich interessiert hat, zu Hause auch tatsächlich mal als Kurzbratfleisch verkostet. Es war also topzart und man hatte fast den Eindruck, so ein Schweinefleisch kriegt man nirgends zu kaufen. Das Fleisch von Tieren, die mit Helium betäubt wurden, ist hervorragend. Diesen Eindruck bestätigen auch die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen. Größere Studien stehen freilich noch aus. Klaus Tröger hofft, die höhere Fleischqualität könnte letztlich der Schlüssel zum Erfolg werden. Wenn sich das bestätigt, dann wird diese Methode kommen. Weil wenn der erste Große eine DAT-Anlage installiert, dann haben die anderen nur noch zwei Möglichkeiten, entweder nachzuziehen oder zuzumachen. Sanft einschlafen in eine gnädige Betäubung. Künftig könnten die Abermillionen Schweine, die wir essen, wirklich ohne Leiden geschlachtet werden.